Die hygienischen Bedingungen, die sind kurz gesagt einfach mal katastrophal. Da rennen halt Ameisen und Kakerlaken rum und sonst noch was für andere Tiere. Und somit ist einfach mal eine Ansteckung der Bevölkerung gewährleistet, weil die Maßnahmen der Hygiene im Rettungswagen einfach nicht adäquat durchgeführt werden können. Wir sprechen mit einem Mitarbeiter der Johanniter, der unerkannt bleiben will, aus Angst vor beruflichen Konsequenzen. Wir gehen den Vorwürfen nach und besuchen die Rettungswache in Bad Kösen. Nicht nur die Rettungswagen, sondern die ganze Wache scheint hygienisch in einem miserablen Zustand zu sein. Seit einem Monat betreiben die Johanniter hier die Rettungswache. Diese Aufnahmen von innen wurden uns zugespielt. Die Mitarbeiter erzählen uns, dass sie die Toiletten sogar in ihrer Dienstkleidung reinigen sollten. Da haben wir uns aber geweigert, weil wir gesagt haben, wir haben ja schließlich Hygienekleidung an und es kann nicht angehen, dass die Mitarbeiter Toiletten putzen müssen und dann 20 Sekunden später zum Einsatz rausfahren und dann vielleicht diese Keime noch an den Patienten übertragen. Das kann einfach nicht sein. Auf die hygienischen Bedingungen angesprochen, teilt uns die Pressestelle des Burgenlandkreises schriftlich mit. Bei Einzelheiten zu Fragen des Arbeitsschutzes bitten wir darum, den zuständigen Leistungserbringer zu befragen. Das ist in diesem Fall Marion Brettschneider, die Kreisvorsitzende der Johanniter. Sie ist auch für die Wache in Bad Kösen zuständig und versucht zu beschwichtigen. Die Wache sei nur eine Übergangslösung und ja, hier seien nicht alle hygienischen Vorgaben eingehalten. Auf die Frage, ob es eine Gefährdung der Patienten gibt, sagt sie kurz und knapp: Als Patient braucht man keine Angst haben, sich behandeln zu lassen. Die Johanniter bemängeln außerdem die Beschaffenheit der Dienstschränke. Diese sind aus Holz und nicht aus Stahl und können so nicht ordentlich desinfiziert werden. Eine Mindestanforderung wäre, die Schränke zu desinfizieren, eine Viertelstunde mit der Desinfektionslösung einweichen zu lassen. Das geht aber nicht, weil das Holz dann logischerweise aufquillt. Und abschließbar sind die Spinde auch nicht. Und somit gehen die Leute halt mit ihren Dienstsachen nach Hause. Doch genau das ist eben nicht zulässig. Denn so könnten nicht nur die Familien der Mitarbeiter, sondern auch deren Umfeld mit Keimen infiziert werden. Immerhin, die Johanniter haben angekündigt, dass Ende des Monats in Naumburg eine Rettungswache aus Containern errichtet werden soll. Damit könnten die hygienischen Mängel behoben werden.